Ihr habt bestimmt auch vor kurzem dieses Video auf Social Media gesehen. Ich habe lange überlegt, ob ich dazu überhaupt ein YouTube-Video machen soll, aber es gibt auch einige Punkte, die ich unbedingt ansprechen möchte. Die Verbreitung des Videos sollte eigentlich auch unterbunden werden, da es verstörend für einige Menschen sein kann und es auch gleichzeitig schwer für die Angehörigen ist, dieses Video überall im Internet zu finden. Deshalb werde ich so wenig wie möglich davon zeigen und nur das Nötigste, um überhaupt über den Fall sprechen zu können. Wir sprechen heute über den Fall Arina Glazunova, die, als sie sich live filmte, in einen U-Bahn-Eingang in Georgien gestürzt ist und dabei verstarb. Soweit so tragisch, doch es gibt einige seltsame Aspekte. Wie konnte ihre Freundin, die genau in die Richtung des Abgrundes blickt, das Ganze übersehen? Wie ist überhaupt das Video ins Internet gelangt? Und wie kann so eine gefährliche Stelle überhaupt zulässig sein? Ich habe mal nachgeforscht. Hallo zusammen! Vor einigen Tagen ist ein tragisches Video im Internet aufgetaucht. Die 24-jährige Studentin Arina Glazunova aus Russland hat ihre Freundin in Tiflis, Georgien besucht. Die beiden hatten einen schönen Abend und sind um 2:30 singend durch die Stadt spaziert, als plötzlich folgendes Unglück geschah. Achtung! Dieses Video kann verstörend sein. Du kannst jetzt das Video stoppen und zu Kapitel 1 springen, um das Video komplett zu überspringen. Kapitel 1: Analyse des Originalvideos. Also man sieht in dem Video, wie die beiden glücklich sind und singend durch die Stadt gehen. Kurz vor ihrem Tod nimmt Arina das Handy und stürzt dann rückwärts in den U-Bahn-Schacht, mehrere Meter in die Tiefe. Und ja, der U-Bahn-Schacht hat tatsächlich kaum eine Mauer drumherum. Die Mauer dort rundherum soll laut der Stadt nur etwa 30 cm hoch sein. Manche Quellen sagen sogar 20 cm. Das Video ist umso schlimmer wegen dem melancholischen russischen Lied im Hintergrund und was Arina auch kurz vor ihrem Tod gesungen hat. In der Passage des Liedes, das sie genau kurz vor ihrem Tod gesungen hat, singt die Sängerin so viel wie ein letztes Mal noch. Ich bekomme gleich wieder direkt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das Ganze ist dann schon ein sehr krasser Zufall. Oder denkt ihr, es ist kein Zufall? Man sieht auf jeden Fall am Blick ihrer Freundin, dass sie wirklich geschockt ist, dass Arina fällt und die Augen ganz weit aufreißt. In der Zeitlupe sieht man auch noch, wie sie versucht, nach ihr zu greifen und danach schreit sie noch Niet, Niet, also Nein auf Russisch. Das Originalvideo geht übrigens noch ein Stück länger, als ich gezeigt habe. Alles wird dann plötzlich still und dieses melancholische russische Lied läuft einfach weiter. Bis dann plötzlich ein Mann die Stiegen hinunterkommt und das Handy aufhebt. Dabei soll er so etwas sagen wie, ruft jemanden an. Also ich denke, es wird einer der beiden Männer sein, die man am Anfang vom Video sieht. Ich weiß nicht, ob es seltsam ist, dass er zuerst ihr Handy aufhebt, aber ich denke mal, der Mann wollte nur die Musik stoppen, aber es könnte eventuell auch irgendwie seltsam sein, dass er zuerst zum Handy greift. Von ihrer Freundin weiß man gar nichts, man findet keine Infos über sie. Manche behaupten sogar, ihre Freundin könnte sie absichtlich hinuntergestoßen haben und dass das eigentlich gar kein Unfall war, sondern ein Verbrechen. Ebenso könnte theoretisch auch einer der Männer sie gestoßen haben. Man sieht leider zu wenig im Video, um es erkennen zu können. Es könnte auch theoretisch selbst gewesen sein, denn es gibt einige seltsame Aspekte in dem Video. Kurz bevor sie stürzt, nimmt sie nämlich ihr Handy wieder und filmt dann ihre Freundin und man sieht dann auf ihrem Handy genau, wie sie stürzt. Ihre Freundin sieht ja auch noch dann genau in Richtung des Abgrundes und sagt nichts. Und ihre Freundin wohnt ja auch dort, das heißt, sie kennt diese gefährliche U-Bahn-Stelle wahrscheinlich sehr gut. Und die Sängerin des Liedes singt auch noch im Hintergrund ein letztes Mal noch. Und der wohl komischste Punkt: Arina ist Influencerin und das Video wurde auf ihrem originalen TikTok-Account gepostet. Ich frage mich die ganze Zeit, seit ich von diesem Fall erfahren habe, wer soll das hochgeladen und gepostet haben?
Also das muss doch dann mit ihrer Freundin irgendwie abgesprochen gewesen sein. Weil wenn das wirklich ein Unfall war, würdet ihr dann das Video eurer Freundin auf ihrem TikTok-Account veröffentlichen? Das originale Video und ihr Account sind übrigens mittlerweile gelöscht. Aber mir kommt das alles irgendwie seltsam vor. Ich verstehe wirklich nicht, wie das Video ins Internet gelangen konnte. Und noch weniger die seltsamen Umstände kurz vor ihrem Tod. Manche Quellen behaupten sogar auch, dass es noch eine Art von Final Destination Moment gab, denn Arina hat ihren Reisepass vergessen und konnte so gar nicht ins Flugzeug nach Georgien steigen. Sie hat dann ihre Mutter telefonisch überredet, ihr ihren Reisepass zu bringen und ist dann mit dem nächsten Flieger nach Georgien geflogen. Das heißt, um ein Haar wäre dieser Flug gar nicht zustande gekommen. Und wenn das wirklich schon stimmt, ist es auch sehr, sehr schlimm für die Mutter, die ihr noch den Reisepass gebracht hat. Was denkt ihr über dieses Video und die seltsamen Umstände rundherum? Und wie kann es eigentlich sein, dass diese Stelle bis heute ungeschützt ist? Kapitel 2: Die gefährliche U-Bahn-Station. Einige Menschen legen nun in letzter Tage Blumen an die Unglücksstelle, doch ich finde es so krass, dass jetzt nach diesem Unglück noch immer kein Gitter oder sonst was drumherum gebaut wurde. Es ist genau gleich belassen worden wie vorher. Man sieht auch sogar noch das Blut unter den Blumen. Das wurde auch nicht wirklich entfernt. Und es gibt auch noch so eine Tatortmarkierung dort. Also wie ist das alles überhaupt zulässig? Die georgischen Behörden sagen, dass die U-Bahn-Station 1980 erbaut wurde und damals alles zulässig war. Die Mauer drumherum ist absichtlich so niedrig gebaut, um den Passanten auch als Sitzplatz zu dienen. Naja, das ist schon alles sehr fahrlässig. Man muss eigentlich nur an blinde Menschen oder ältere Menschen oder auch Kinder denken und im Grunde kann ja eigentlich jeder dort stolpern und hinunterfallen. Das kann leicht passieren. Und selbst wenn wie durch ein Wunder dort noch nie so etwas passiert ist, was ich mir eigentlich nicht mal unbedingt vorstellen kann, würde ich dann doch dort der Stadt wenigstens einen provisorischen Zaun oder so drum errichten. Das wäre doch wirklich der Minimum an Respekt an Arina, oder was meint ihr dazu? Einige sagen auch, Arina war selbst schuld, weil sie da ja rückwärts mitten in der Nacht herumläuft und auch das Handy auf ihre Freundin richtet und sich auf ihre Freundin und das Lied fokussiert. Aber naja, ich sehe das gar nicht so. Jeder kann irgendwie stolpern und es ist einfach krass, dass es dort keinerlei Absperrung gibt. Viele haben auch gesagt, dass so etwas in Deutschland und Österreich unmöglich wäre. Und ja, es stimmt, bei uns sind noch einfach viel strengere Auflagen, was sowas betrifft. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland muss bei einer Absturzstelle ein Geländer von mindestens 90 cm bis sogar 1 Meter in Österreich angebracht sein. Das heißt mindestens dreimal so hoch wie dort in Georgien. Und ja, ich glaube, man kann sagen, diese Baurichtlinie hätte in dem Fall Arina das Leben gerettet. Außer es war Absicht oder doch ein Mordfall. Das Ganze wird nämlich aktuell auch noch von der georgischen Polizei untersucht. Ich bin schon sehr gespannt, was eure Gedanken und Theorien zu diesem Fall und der unfassbar niedrigen Mauer dieser U-Bahn-Station in Georgien sind. Deshalb passt immer auf euch und eure Mitmenschen auf und achtet auf eure Umgebung. Und an dieser Stelle wünsche ich allen Angehörigen von Arina viel Kraft und nur das Beste. Rest in Peace, Arina Glasunova. Um meine Videos zu unterstützen, könnt ihr jetzt das Video liken, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank an die Patreon- und Kanalmitglieder. Schreibt eure Wunschthemen jetzt in die Kommentare und hier erwarten euch zwei weitere gruselige Videos.